Hallo und ein herzliches Willkommen hier zurück zu Skyrim zu Fuß durch Himmelsrand. Und ja, ich war hier gerade aktiv. Ich habe hier ein paar Banditen abgeschlachtet. Ich habe auch in irgendeiner alten Krypta ein paar Banditen abgeschlachtet, habe das aber nicht weitergemacht, weil ich bin fünfmal gestorben. Ich war aber mit Level 3 drin, das war vielleicht keine so gute Idee. Ja, es ist halt. Wir müssen ja ein bisschen Geld haben, damit wir uns irgendwann mal noch was kaufen können. Deswegen. Wie gesagt, wir sind immer noch zu Fuß durch Himmelsrand drinne. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, wo ist denn jetzt dieses. Ist das schon wieder grau? Du hast doch diesen Mod drinne. Ja, wenn. Ich habe ja diesen Mod Natural Life und Atmosphäre drinne. Aber sobald es im Himmelsrand hier im Spiel regnet, in Skyrim, wird diese Mod deaktiviert und also quasi. Ist halt das normale Skyrim-Wetter zu sehen. Und wenn es wieder gut ist, dann und es aufhört zu regnen, dann ist es wieder normal, richtig schöne Atmosphäre. Also das ist halt nur so lange, wie es regnet. Ich weiß, es gibt auch Wettermod, wo auch wirklich mit Wind und Sturm und Blitz und Donner und alles, habe ich alles gehabt, aber dann ist das so ein Wettermod, wo du auch durch einen Blitzschlag sterben kannst. Also das ist Gronkh passiert. Der hat nämlich diesen Wettermod drin gehabt, um es einfach ein bisschen realistischer zu lassen. Und da ist halt bei ihm passiert. Ja, wie ich das hier kenne, ist da oben natürlich ein geplanter Überfall. Das heißt, wenn jetzt irgendein ahnungsloser Bauer die Straße runtergeht, dann wird er überfallen. Und wir können natürlich mitmachen, indem, also nicht mitmachen, den Bauer zu überfallen, aber im Sinne von, dass wir die Banditen einen Kopf kürzer machen, weil wir müssen ja die Straße entlang. Und dann bietet sich ja so eine kleine ich sag erstmal so, da bietet es sich hier an, mal ein paar Banditen zu vermöbeln. Und gleichzeitig können wir nämlich auch unsere Magie trainieren. Ne? Scheiße, wa? Wenn man nicht zielen kann. Geht auf, solange ihr noch könnt. Also bei Banditen sind immer Waldelfen mit drin, weil die Waldelfen gut im Bogenschießen sind. Deswegen werden die auch sehr häufig als Rasse mitgenommen, wenn man Bogenschießen will. Was wollt ihr machen? Hä? Was wollt ihr machen? Das hier, guck mal, das will ich machen. Idiot. So. Ich lasse das Wetter so, wie es ist. Normalerweise wird es mich stören. Und ich würde halt den Tag schnell vorübergehen lassen, sodass wir wieder Sonne haben. Aber zu Fuß durch Himmelsrand heißt, um auch das Wetter so zu nehmen, wie es ist. Und wenn wir halt im Regen durch die Gegend latschen, ist es halt auch so. Juhu! Ich weiß nicht, warum auf jeder dritten Straße so ein Geweih liegen muss. Man tut sich doch weh! Passieren, wenn ich. Hey, was soll denn das? Das ist doch bloß ein Geweih gewesen, Junge. Red ich doch mal nicht so oft. Und mit den Kaiserlichen hier lege ich mir nicht an, weil wenn wir die jetzt töten würden und wir würden nach Einsamkeit oder irgendeine andere Stadt oder nach Weißlauf reinmarschieren, dann würden die uns angreifen. Weil die sehen das nicht, aber wissen, dass wir die angegriffen haben.
So, hier geht's hoch zu Lunds Hütte. Die Hütte ist voll von Skivern. Und ich habe immer so gedacht, dass die Hütte irgendetwas verbirgt. Irgendeinen geheimen Tunnel, irgendwas. Weil bei der, in der Nähe von Falkenring gibt es ja auch diese Wacht hier, ne? Hier unten am See gibt es ja auch die Kiefernwacht. Und da ist ja auch so eine unterirdische Höhle. Die ist ja riesengroß, also, ne? Und geht ja bis unter das Gebäude, wo wir sind. Also wir haben ja in den Hardfire-DLC kann man sich ja sein eigenes Haus bauen. Und man hat halt drei Grundstücke, wo man drei verschiedene Häuser bauen kann oder dreimal das gleiche Haus. Ich habe alle drei Grundstücke gekauft beim ersten Mal und habe drei verschiedene Bautypen gemacht. In dem einen Haus ist auf der Seite vom Schlafzimmer auch ein großes Gewächshaus, das man so bauen kann. Oh nein, ne? Und auf der anderen Seite war halt beim zweiten Haus so ein Turm, wo du dann halt Chemie und Bücher hast. Dann im dritten Haus, das war so als Familienhaus gebaut, mit Schlafzimmer, oben noch zwei Zimmer, also hätten mindestens vier Leute Platz gehabt oder fünf oder sechs. Ne, habe ich mit meiner Frau gewohnt, einem Huskerl und den Kindern. Ja. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Ja, tschüss. Also wie gesagt, mit den Kunststücken, da kann man halt sich schon austoben und das Ganze so ein bisschen bauen, wie man möchte. Also man kann auch Alchemie und Verzauberung bauen. Die Kühe stehen sich gerade selber im Weg, ne? Kann das sein? Die hat die andere fast... Oh, Alter, bin jetzt erschrocken. Kinder, ne? Bloß gut, ich hab Kinder. Ich weiß schon warum. Also hier in Rorikstadt ist ja auch so eine kleine Quest mit dem Erik, den man dann mitnehmen kann, aber der Erik kann nicht gut kämpfen. Also wenn ihr den Erik als Begleiter mitnehmt, dann werdet ihr schnell feststellen, dass der einfach nicht kämpfen kann. Klar, der ist ein bisschen witzig, wenn der dann kämpft. Er erzählt auch, wenn man durch die Gegend geht, über die ganzen Ruinen und über die verfallenen Türme und dass das Kaiserreich das nicht wiederherstellt und so. Also er erzählt auch schon von diesem Leid, was dieses Land halt trägt, dass alles kaputt ist, dass die Leute hungern, dass die Karawanen überfallen werden und alles. Witzig ist er, wenn man kämpft, dann sagt er, und jetzt kommt die Passage, wo er umkippt und zu Tode blutet oder irgendwie so oder ne, irgendwas sowas da. Und ansonsten gibt es halt hier noch, seit wann stehen da hinten Pferde? Da stehen Pferde, seit wann das? Es gibt hier noch, das Dingens hier. Das Haus. Hier gibt es aber einen kleinen Bug. Und zwar, wenn man das Haus eingerichtet hat, kann man Einrichtung dazu kaufen. Also wenn man die Quest abgeschlossen hat, kann man hier so Einrichtung dazu kaufen. Und wenn man das Alchemielabor unten im Keller irgendwann, also wenn man das baut, dann sollte man, und so habe ich gehört, das Alchemielabor unten im Keller zuletzt bauen. Weil dann, wenn man das nämlich zuerst baut oder irgendwo mittendrin, wenn man sagt Küche, Alchemielabor, wenn man diesen Ablauf so hat, dass man das Alchemielabor als zweites oder dritte Stelle kauft, dann kann es dazu führen, wenn ihr in das Haus wollt oder ihr geht raus aus dem Haus, dass das Spiel abstürzt. Ja,
Das Spiel stürzt ab, wenn man das Alchemielabor nicht zum Schluss nimmt. Also soll heißen, wenn ihr... ich habe es halt so verstanden, dass man beim Einrichten des Alchemielabor bei der Auswahl, wenn ihr zum euren Vogt geht, dann sagt ihr das, das und das herein und ganz am Schluss sagt ihr, ganz unten muss stehen, zusammen ganz am Schluss Alchemielabor. Immer von oben nach unten, sodass das Alchemielabor zum Schluss in das Haus reingebaut wird. Weil wenn ihr das Alchemielabor erst nehmt und dann kann es passieren, dass das Spiel abstürzt, wenn ihr zum Beispiel das Haus betretet oder ihr geht aus dem Haus raus. Warum das so ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat Bethesda wieder mal geschlampt. Ich gehe jetzt gucken, warum da Pferde stehen. Also klar, ist halt schön, man hat ein riesengroßes, also wenn man es richtig macht, hat man eine schöne große Farm. Es hat nichts damit zu tun, ja, wenn du Mods drin hast, ist doch klar, dass es abstürzt. Nein, ich hatte auch das auch, wo ich das Spiel auf Vanilla-Basis hatte. Also Vanilla-Basis heißt ungemoddet, also original. Warum zum Teufel stehen hier Pferde? Ach, das ist diese Dings, die ich runtergeladen habe. Ich habe ja so eine Mod mal runtergeladen. Oh, stehlen. Das Pferd sieht aus wie so ein Moody. Ich würde mir wünschen, dass das Original Vanilla-Pferde wären, aber ist es nicht, weil Bethesda kriegt das nicht hin. Und mal hier einfach mal. Dürfen nicht mal einfach so eins nehmen? Warum gibt es keine schwarzen Pferde? Wie viel kostet so ein Pferd? Bob. Ihr braucht etwas? Kann ich ein Pferd bekommen? Ja, I got one for sale. Der Palomino kostet. Der Graue kostet 5000 Gold. Andere Farbe. Guckt euch das an. Das sind ja mindestens 15.000 Septime, die hier drin liegen. 4000, der dunkelbraune. Der Graue da drüben kostet 5000. Der Palomino ist der auf der rechten Seite. Der Gescheckte kostet 3000. Der komplett rote 2000. Und der Overrero Chestnut ist dieser ganz dunkelbraune mit Absätzen. Der kostet 1000. Bis dann. Nee. Palomino ist das hier. Das ist ein Palomino. So Chestnut und so. Der Grau kostet 3000. Alter, nee, der hat doch Preise, der spinnt doch wohl, oder? nee, also für. Also klar, wir kaufen uns hier und da vielleicht Pferde, aber ich kaufe hier bei. Ich weiß gar nicht, ob die Pferde dann bei uns bleiben oder ob die wieder zurücklaufen. Ich hatte mal einen Mod, auch Pferde genommen. Habe ich mir ein Pferd gekauft bei dem Typen und dann, reite ich so durch die Gegend, töte ein paar Gegner, will mein Pferd nehmen und dann läuft das Pferd einfach weg und ist beim Stall, wo ich es gekauft habe, wieder zu finden. Da dachte ich so bei mir, hä? Ich helfe nur ein bisschen bei der Ernte hier. Hm? Ich helfe euch nur ein bisschen, ja? Das ist, ihr habt doch nichts dagegen, oder? Ja. Alles gut. Manchmal mit viel Glück kann man da oben Alduin sehen, wie er das, wie er den Drachenfriedhof da wieder zum Leben erweckt, zumindest den Drachen. Das geht aber nur, wenn man die Quest um Weißdorf abschließt, dann, dass man Lydia als Huskal hat und dem Wachturm dort im Weißlauf, dass man dann die Quest macht, die Hauptquest, und dann kann man, wenn man hier hingeht, mit viel Glück sehen, wie Alduin den Drachen dort oben auf diesem in dem Drachengrab zum Leben erweckt und muss dann halt gegen die Drachen kämpfen. Habe ich alles schon gehabt, also ist halt purer Zufall. Sich dorthin zu setzen und zu warten mehrere Spielstunden bringt halt nichts, weil
Ja, das ist, wie gesagt, ist immer so eine Zufalls. Das ist nur so Spielerzufall. Also das, du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich setze mich jetzt nach 5 Stunden Echtzeit hin und warte, bis Aldo ihn antritt. Das ist meistens gar nicht so. Das ist immer purer Zufall, dass sowas passiert im Spiel. Könnten Sie mal ein bisschen leiser treten, ja? Ja, da ist der Bauer. Und sag mal, steht da irgendein Reh oder ein Pferd? Nee, ne? Ja, wie gesagt, das machen wir dann mal ein andermal mit dem Dings. Jetzt noch nicht, weil wie gesagt, wir haben zwar kostenlos, aber ich möchte das jetzt noch nicht haben. Ich renne mal zwischendurch ein bisschen, damit euch nicht langweilig wird. Wir können ja mal auch hier so querfeld einlaufen und mal gucken, was uns da Schönes begegnet. Außer ein Skiver. Ach nee, es war ein Wolf. Ich kenne es voll Wolf vom Skiver nicht. Was ist denn, hä? Hä, was waren das jetzt für rote Punkte? Da musst du mal gleich hingehen. Das sind Wölfe, ne? Ach nee, das waren die da. Ach, das sind doch Wölfe. Jetzt haben wir uns gleich wieder infiziert, oder? Gibt's halt diese Rocks, irgend so eine, bei den Wölfen kannst du dich mit irgendeiner Infektion anstecken. Ich weiß aber nicht, ob man jetzt hier im Spiel in Skyrim durch eine Infektion sterben kann. Das habe ich noch nicht ausgetestet. Ich war zwar irgendwie mal krank, hab das auch nicht mitbekommen, wie ich da erkrankt bin oder durch was. Weil da steht immer oben links im Bildschirm. Das wird immer so kurz eingeblendet. Also, ja. Bergblume. Ja, es ist jetzt nicht. Aber das hat doch irgendwas zu bedeuten, ne? Irgendwas ist da. Hier ist ein Blitz eingeschlagen in den Baum. Ist einfach mal abgefackelt. Vielleicht gibt es hier irgendwie Quests. Ich weiß, es gibt mit der in Riften gibt es ja da so eine. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn das? Ist das Mara oder? Doch, Mara. Die Göttin Mara gibt es in Riften und da kannst du halt Anhänger von Mara werden, indem du dann den Leuten hilfst. Und da gibt es halt auch eine Quest hier auf den Feldern, also hier auf den Hochebenen, mit zwei Geistern bis in den Tod, oder so heißt die, oder so, dass du den helfen musst, dem Pärchen, dass sie halt wieder vereint sind. So. Irgendwie das Gefühl, dass wir irgendwie nicht alleine sind. Schrein von Sentina. Silberbarren? Okay. Hast du einen Beutel drin? Wir gucken nur mal. Ich will nicht mitnehmen. Ich will nur gucken. Ich habe das Geld drin gelassen. Ich habe das Geld drin gelassen. Ich möchte ja nichts mitnehmen. Ich habe nur das Geld. Ich habe das Geld drin gelassen. Die können sich ja dann neue Zaubertränke kaufen, ne? Wir brauchen die mehr, weil wenn da keiner ist, den man heilen kann, ja, wie sollst du dann jemals die Zaubertränke verbrauchen? Ach, ich wollte ja auf die Straße, ne? Wo ist nochmal die Straße? Ist die hier oben irgendwo? Ich hab's
Befehle, ganz die Straße. Da hinten ist die Statue, da müsste hier irgendwo die Straße kommen. Nein, ich will die nicht umbringen. Ich habe gar keine Lust, den umzubringen. Ich wüsste auch nicht, warum. Sind wir überhaupt richtig? Ja, ist nur, wir sind richtig. Ja, wie gesagt, es ringelt die ganze Zeit im Video. Das ist natürlich nicht so schön, weil es auch ein bisschen dunkel ist jetzt. Durch den Himmel. Ist halt schon schön gemacht. Also, ja, ich sag mal, original Vanilla spielt halt kaum jemand, weil es halt ein bisschen langweilig ist. Es ist grau und neblig und zwischendurch hast du im Vanilla-Spiel mal so ein bisschen die Sonne. Aber vom, jetzt hier von den Gräsern oder so, was die Modder erstellt haben, sowas gibt's nicht. Und nein, dann diese Höhle gehen wir nicht rein, sind Vampire. Ist es echt schon dunkel? Wir müssen 9 Uhr nachts. Echt jetzt? Habe ich gar nicht so mitgekriegt. Hallo? Ihr sprecht mit einem Wächter von Stender. Lasst euch mit den Dedra ein und wir werden euch erbarmungslos jagen. Stender? Er ist der Gott der Gnade, Tamriels Schutzherr der Ordnung und der Gerechtigkeit. Wir bringen seine Barmherzigkeit an Orte, die keine Barmherzigkeit kennen, indem wir all jene läutern, die seine Kinder verletzen würden. Die Barmherzigkeit mit Streitkolben. Mit Streitkolben bewaffnet bringen sie die Barmherzigkeit. Wunderbar. So erzieht man Leute, ja. Das ist, Seid ihr Wächter von Stender? Wir haben gerade gefragt, wer ist Stender? Ja, unser Orden wurde nach der Oblivion-Krise gegründet. Wir widmen unser Leben dem Kampf gegen die dätrische Bedrohung, wo immer sie auch in Erscheinung treten mag. Unsere Ordensvertretung ist in der Halle der Wachsamkeit einquartiert und wird von Bewahrerin Cassette angeführt. Je nach Bedarf sorgen wir für Heilung und Gerechtigkeit. Ihr jagt Dedra? Und alle anderen Abscheulichkeiten, die Jagd auf die Sterblichen machen. Vampire, Werwölfe, Hexen. But the Dedra are the worst. Their callous disregard for our lives is abhorrent in the eyes of the God of Mercy. Also sie hat gerade gesagt, aber die Dedra sind am schlimmsten. Das weiß ich, weil sie auf Deutsch das auch sagt. Es tut mir leid, dass hier dieses Englische und Deutsche mit drin ist, aber... Was ist an Dedran so gefährlich? Sie sind gottlose Kreaturen, ohne Hoffnung auf Erlösung. Sie locken Unschuldige in den Tod und verderben die Seelen von allem, was sie berühren. Ihre ketzerischen Artefakte gewähren den Sterblichen Kräfte, mit denen sie Chaos über ganz Tamriel bringen. Ach, das ist ja interessant. Sie müssen vernichtet oder verwahrt werden, damit niemand mehr in Versuchung kommt. Ja, dann mal... Möge Stender mit euch sein. Ja. Und deswegen hatte ich gesagt, machen wir zu Fuß durch Himmelsrand, weil dann treffen wir halt auch einfach nur auf NPCs, die was ans Tageslicht bringen. Wie zum Beispiel die beiden hier, ne? Die einfach ihre Mitmenschen verprügeln, bis die gemerkt haben, dass die nicht die Nedra, dass die diese einfachen Bauern sich die Nedra nicht anschieben dürfen. Aber ich glaube nicht, dass die jemals in Untoten wie ein Skelett haben. Die jagen ja auch Skelette. Das merkt man, wenn man irgendwie mal in Falkenring, also Hauseeblick ist ja so da hinten am See. Und da ist ja auch so ein Friedhof, so ein kleiner. Und da sind immer so 3 Skelette. Und dann war mal, dass diese Skelette aktiv waren. Da sind diese Stender-Typen da gekommen. Und haben die gegen die Skelette gekämpft, aber gegen Traugrit kämpfen die, glaube ich, nicht. Das habe ich noch nicht beobachtet. Weil die Traugrit sind ja in der, ja, in den Katakomben und so. Also das mit bewahren Kassett kann man machen.
dann kriegt man irgendwie so eine Quest, wo du den in Dämmerstern die Leute beschatten musst, weil die immer nachts irgendwo hingehen. Und das kann man machen, aber ich habe es einmal gemacht, ist ganz schön langweilig. Am Ende kriegt man irgend so einen sinnlosen Dolch, den man überhaupt nicht braucht. Ich habe den weggeschmissen, ich brauche sowas nicht. Hier ist auch so eine berühmte Stelle hier beim Schild, dass hier ab und zu mal ein paar Banditen rausspringen aus der Ecke. Ich habe mir überlegt, dass ich mal wieder den Mod Live Another Life installiere, einfach um einfach mal so einfach ins Spiel zu springen, ohne dass man gleich durchhelgen muss. Ist hier gerade was reingelaufen? Ach, ein Hase. Ja, das ist natürlich jetzt die ganze Zeit regnet und wir nichts machen können, da sich ja keiner auf der Straße befindet. Das tut mir jetzt äußerst leicht. Ihr könnt natürlich auch das Video jetzt hier einfach ausschalten, wenn es euch nicht gefällt. Aber für diejenigen, die halt jetzt eine Einschlafhilfe brauchen und mein Gerede euch einfach nur langweilt, die können dann weiter gucken. Hier wird jetzt gleich wahrscheinlich ein Säbelzahntiger oder sowas kommen, deswegen machen wir mal diesen hier. Also von auf den Hochebenen vor Weißlauf sind sehr viele Säbelzahntiger. Wölfe sind am schlimmsten. Also Wölfe gibt es hier, da hat irgendeiner bei Bethesda beim Erstellen des Spiels, also beim Entwickeln des Spiels sehr viel Spaß daran gehabt, Wölfe zu entwickeln oder zu, also mit kurz gesagt, irgendjemand mochte in bei Bethesda Wölfe und hat sich das. Hallo, ist hier jemand? Ich habe keine Angst, aber rennen kann ich. Irgendwas sagt mir doch, dass wir nicht alleine sind. Ach, was soll's. Und war das hier mit dem Tiger? Ich weiß es nicht. Es gibt irgendwo eine Stelle mit Wölfen. Ich glaube, die Wölfe haben wir auch schon erledigt. Und zwei Riesen. Und hier kann man, glaube ich, eine Truhe öffnen. Man muss halt mal gucken, wie man das hier hinkriegt. Ich scheitere mal ständig. Also ja, dann öffnet sich das Gitter. Das Gitter, man kann halt hier die Truhe aufmachen. Muss nur wissen, welchen Stein man dreht. Oder drehen soll. Ist auch nicht irgendwo eine Hilfe. Du meistens hast du ja so eine Hilfe, wo abgebildet ist, auf welcher Seite was muss. Aber hier ist gar nichts. Das sind Leute, die gerne rätseln, ne? Ich bin ja nicht so der Freund von. Da muss man nämlich überlegen und ich kann halt nicht so gut denken. Hä? Natürlich, wenn du Langeweile hast und weißt nicht, was du machen sollst in Skyrim, gehst du einfach hin hier und dann machst du. Ich habe es einmal in den 3 Jahren, wie ich das Spiel hatte, oder 4, habe ich es einmal geschafft, das hier zu öffnen. Ich weiß aber allerdings nicht mehr, was da drüber war.
Also, hier muss eine Schlange stehen. Hier muss ein Adler stehen. Also so hier, wie es gerade hier steht. Ich zeig's nochmal von oben. Dort außen rechts Schlange. Hier Adler. Und dort muss der Wal stehen. Und dann öffnet sich das Ganze, wenn er am Hebel zieht. Fritzchen, ich wusste, dass er hier liegt. Hypnotisieren. Halshandschuhe. Ja, und wenn man das dann geöffnet hat, bleibt das nämlich auch offen. Ja, das ist. So war das, nicht? Also, ja. Ich guck gleich mal, wie spät wir es haben. Okay, wir sind bei 31 Minuten und ich würde noch ein bisschen was machen. Ich würde aber wieder zur Straße zurück wollen, damit wir hier keinen NPC verpassen. Wer stellt denn da einen Wagen hin? Laufen wir noch in die richtige Richtung? Ja. Ich habe halt so ein Problem mit links und rechts und mit den Richtungen. Ich bin ein bisschen verpeilt, was das angeht. Also selbst wenn ich unterwegs bin, dann sag ich mal, müssen wir jetzt nach links oder nach rechts? Obwohl ich die Strecke kenne. Okay. Ich glaube, das ist ein Geräuschbug, oder? Aber wie gesagt, obwohl ich die Strecke kenne, frage ich immer, müssen wir jetzt nach links oder nach rechts? Hier war das mit den Wölfen. Und hier war auch so eine Quest. Mach mal jetzt nicht. Da habe ich noch nicht das Level dafür. Das ist die Quest Heilige und Verführerische. Und da braucht man wirklich ein höheres Level. Da kann man nicht einfach mal so hinspazieren und die anfangen. Also unter Level 30 ist da nichts. Also ich habe es mit Level 50 gemacht und musste auch noch Einsamkeit, um gegen diesen Typen zu kämpfen. Und das war echt richtig krass. Und ich bin da mindestens 50 Mal gestorben. Und ich spiele auf Novize, auf der leichtesten Stufe. Also, ne? Ach, come on. Warum? Gibt es gebratenes Katzenfleisch. Ja, wir sollen sterben, weil Astrid will nicht, dass das Drachenblut die Weltherrschaft übernimmt. Der Pinky in der Brain. Ja. Wir gucken mal, was Mutti Astrid möchte, ne? Wir lesen mal das Büchlein durch. Das Buch brauchen wir nicht. Das backt das wieder rum. Auferstandene Toten und dann. Wie befohlen sollt ihr Ben um jeden Preis umbringen? Das schwarze Sakrament wurde vollzogen. Jemand möchte diese arme Person tot sehen. Wir haben bereits eine Bezahlung für den Auftrag erhalten. Ein Misserfolg kommt nicht in Frage. Astrid, wer will uns denn tot sehen? Kann es vielleicht sein, dass Ralof mich tot sehen will, weil er hat mir geholfen und ich bin aber mit Hartwart mitgegangen. Also irgendjemand möchte uns tot sehen. Mir stellt sich immer die Frage, wer? Also wir haben ja aktuell gar keine Feinde außer Banditen. Also Lydia nicht, also nicht, dass ich wüsste, wäre ich enttäuscht. Aber klar,
Jetzt würden alle sagen, ja, eine Astrid will dich tot sehen. Das glaube ich aber auch nicht. Also das wird uns Befest auch nie verraten. Gut, jetzt wo wir wissen, dass wir sterben müssen, macht das Leben doch viel mehr Sinn, oder? Warum haben sie dir ins Hirn geschissen oder was? Mich einfach von hinten anzufallen. Ich hab es hackt. Ah ja, der Regen und die Dunkelheit. Ja, die nächsten 10 Minuten passiert jetzt nicht so viel. Aber was auch mal interessant ist, ich bin schon lange nicht mehr von Assassinen angegriffen worden, weil ich ja mal schnell reise. Also ich bin halt, als ich rausgekriegt habe, dass man schnell reisen kann von einem Punkt zum anderen, habe ich das sehr oft gemacht. Und wenn ich ein Pferd habe, reite ich auch komplett durch und lass den Assassinen oder den Dieb einfach links liegen. Die bleiben dann am Leben, aber ich habe dann nicht immer Bock, vom Pferd runter und dann musst du dann absteigen und dann geht das Pferd vielleicht noch mit drauf und dann, nee. Na gut, wenn man Schattenmähne hat oder aus dem Seelengrab das Pferd, dann kann man halt, hat man ein mächtiges Pferd. Man hat auch zum Beispiel, jetzt mit der Anniversary Edition ist auch ein Pferd reingekommen, so ein tetrisches Pferd. Das ist auch mit einer Quest verbunden, das tetrische Pferd, ich weiß aber nicht, ab welchem Level diese Quest mit um die Dedra beginnt. Es hat irgendwas mit der Oblivion-Krise zu tun, dass wir irgendwie so ein Oblivion-Tor, dass wir da durch müssen. Und da müssen wir halt so einen ehemaligen Anhänger müssen wir dann finden, der aber schon tot ist. Und im Nachhinein ist es dann so, dass gegen die Dedra kämpfen müssen, da in dieser Welt der Dedra, und in einem dieser komischen Pilze, die man ja, also wir haben hier Truhen, aber da sind das irgendwelche solche Pilze oder Baumstümpfe, und da holst du das Buch, so ein Zauberbuch raus, und in diesem Zauberbuch lernst du den Zauber, Dedrisches Pferd zu beschwören. Also, ich habe keine Zeit für solch großen Mumpitz. Kommt jetzt friedlich mit, dann müssen wir auch nicht grob werden. Bruder, ich glaube, sie spricht die Wahrheit. Ich gehe nirgendwo hin. Und nun zurück, bevor ich mich vergesse. Ich werde mal ganz schnell die Fackel ausrüsten. Sie hat die Narbe nicht. Was? Oh, ihr habt recht. Wir haben einen Fehler gemacht. Ihr geht jetzt besser weiter, bevor ihr euch mit eurem Mundwerk noch Ärger einhandelt. Wenn ihr das nächste Mal jemanden belästigt, vergewissert euch vorher, dass es die richtige Person ist. Kleiner Funfact am Rande. Wenn wir die beiden jetzt töten, kriegen wir Ärger mit den Wachen von Weißlauf oder so. Das habe ich einmal gemacht. Also die haben mich dann angegriffen, nur weil ich diese Alekir getötet habe. Ja. Ausländer, was für eine Plage. Oh. Was sollte das Ganze? Sie dachten, ich wäre eine andere Rotwardonenfrau. Sie ließen mich einfach nicht in Ruhe. Hoffentlich verirren sie sich in der Wildnis. Ja, natürlich. Natürlich. Da geht's um Ötsches Hügelgrab hoch. Ja, und ich muss auch langsam mal hier Schluss machen, weil es ist ja, wie gesagt, eine ganze Weile nicht passiert. Wir waren in der Höhle. Waren wir in der Höhle? Nee, ne? Ich weiß gar nicht. Also richtig passiert ist ja heute nichts. Außerdem, ja, doch, wir haben gegen Banditen gekämpft und ja, mehr war auch nicht. Roki und Thor hat's erwischt. Das sind Roki und Thor. Noch leben sie.
So, beim nächsten Mal gehen wir nach Weißlauf rein, gucken uns mit Weißlauf an und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Reinschauen, danke, dass ihr bisher geschaut habt und bis zum nächsten Mal. Bye bye.